Ja, bitte. So, Herr Wagner. Fangen wir an. Und ich sag's gleich. Rauben Sie uns nicht die Zeit. Die Beweismittel sind erdrückend. Außerdem... Das kann ich mir nicht vorstellen. Stopp. Damit das gleich klar ist. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. Kapiert? Also nochmal von vorne. Frau Rupert wurde am 12. Juli von ihrer Nachbarin um genau 15 Uhr aufgefunden. Da war sie bereits 4 Stunden tot. Laut Ihrer Aussage waren Sie, Herr Wagner, um 11 Uhr mit dem Rad im Forstenrieder Park, wo es keine Zeugen für gibt. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass da diese Frau mit dem Hund war. Das ist so ein riesengroßer Köter. Die müssen Sie doch finden. Sagen Sie die Wahrheit. Das ergibt ja alles keinen Sinn. Sie wurden gesehen. Sie lügen. Ich habe die Greise nicht umgebracht. Jetzt zeigen Sie ja doch mal Emotionen. Sie wollen mich doch nur fertig machen. In Ihrer Wohnung wurden 50.000 Euro gefunden. Exakt die Summe, die alte Dame gebunkert hat. Das haben Ihre Kinder bestätigt. Und Sie haben doch regelmäßig den Hund von Frau Rupert ausgeführt, oder etwa nicht? Ja, weil ich Hunde liebe. Und selbst keine eigenen haben darf. Meine Alte, die setzt sich mit allem durch. Es gibt eine Zeugin. Was sagen Sie dazu? Sie lügen. Frau Himmel. Erster Stock. Sie war gerade bei den Mülltonnen. Sie hat beobachtet, wie Sie am besagten Tag vor dem Haus der Toten um 10.55 Uhr auf Ihr Rennrad gestiegen sind. Die lügt? Holen Sie Frau Himmel rein. Frau Himmel mochte Sie nicht. Sie haben den Hund nicht gut behandelt. In Wirklichkeit mögen Sie gar keine Hunde. Sie haben nur eine Ausrede gesucht, um die Alte auszukundschaften. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihren Anwalt zu kontaktieren, Herr Wagner. Wer hat die Bilder gemacht? Das kann nicht sein. Überführt.